Eine neue Runde Raft, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und Lotta und ich waren fleißiger, als wir eigentlich sein wollten. Wir haben gemalt, wir haben umgebaut. Ihr seht es vielleicht, wir haben die Treppe ein bisschen nach links geschoben, weil Lotta da oben 6 Möwennester hingepackt hat, damit wir noch mehr Eier und noch mehr Federn kriegen. Wir haben außerdem hier unten, hier oben haben wir Hängematten hingebastelt. Das ist quasi die upgradete Version eines Bettes. Brauchen wir gar nicht viel zu. Das Coole ist, wir werden mit deutlich mehr Leben wiederbelebt, falls wir sterben sollten. Und ich glaube, Lotta kann es auch steuern, wo ich dann bin, ne? Irgendwie so. Irgendwas war da. Ja, ich kann dich halt, wenn du unten tot umgefallen bist. Kannst du mich aufheben, ne? Kann genau. Ich dich aufheben und ins Bett legen. Ja, das ist doch schön. Ich habe ein bisschen mit dem Pinsel rumgespielt. Wir haben ja letztes Mal dieses lustige Tool da gebastelt. Ich weiß gar nicht, ob wir bei der letzten Folge schon gemeinsam hier was gemacht hatten oder nicht. Fakt ist, man packt da einfach kiloweise von den Blumen rein. Und irgendwie ist es noch ein bisschen buggy, weil ich weiß noch nicht, wie man die Farbe hier aufhebt. Manchmal hier, manchmal hier. Das ist noch ein bisschen... Guck, jetzt ist sie wieder da. Ich verstehe es noch nicht ganz. Aber Lotta baut uns gerade ein Weg zur Insel. Und dann gucken wir doch mal, ob wir dann da oben ankommen. Und ich male in der Zeit noch ein bisschen. Ich habe mir überlegt, wir gestalten unser Deck da oben so ein bisschen bunt. Ich habe hier schon mal angefangen. Können wir das noch blau machen? Der Hai ist wieder da. Ja, ich höre. Zu spät. Ich höre, ja, ich habe zu spät gehört. So, dann machen wir das doch auch noch blau. Dann haben wir hier so richtig schön bunt. Ich finde bunt schön. Da noch blau. Gucken wir, dass wir noch ein paar andere Farben rankriegen. Und dann wird das Ganze noch viel, viel bunter. Wir wollen in der... Jetzt renne ich schon wieder falsch. Wir wollen in der Folge einmal auf die Insel hier rauf. Und wir waren ja letztes Mal schon so weit, dass wir hier was geortet hatten. Oh, jedes Mal dieser Bug, dass ich hier mich aufs Bett lege, wenn ich das Ding einschalte. Die Insel ist 160 Meter rechts von uns. Ich sehe sie schon. Wir gucken mal mit dem Fernglas hin. Na, da ist sie. Die sieht irgendwie aus wie die letzte. Nur noch kleiner. Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht, dass es die letzte ist, aber wir sind ein ganzes Stück geschippert. Jetzt gehen wir erstmal auf die Insel hier und dann setzen wir Kurs nach rechts, würde ich sagen. Und dann sind wir doch da, wo wir hinwollen. Theoretisch zumindest. Soweit zum Plan. Ich würde sagen, auf zu Lotta. Und ein bleibt lieber weg. Ich sehe schon. Ja, wir gucken dir mal aus der Ferne zu. Ich kümmere mich mal so ein bisschen um den Garten hier. Wir fällen mal die Mangobäume. Dass wir hier ein paar Mangos rauskriegen. Jawohl. Aber Samen. Doch, man kriegt sogar Samen teilweise raus. Mit ein bisschen Glück kriegt man sogar Samen raus. Dann pflanzen wir doch einen Mangosamen. Und was haben wir denn noch? Was haben wir noch nicht gepflanzt? Komm, wir gucken mal. Das war die falsche Kiste. Das war auch die falsche Kiste. Das ist die richtige Kiste. Also, wir haben Mangosamen. Oh, komm, wir pflanzen mal eine Palme. Wir haben noch keine Palme gepflanzt. Das können wir doch eigentlich mal machen. Ich muss allerdings mein Inventar vorher mal entleeren. Die ganzen Blumen mal da reinpacken. Und so viel Farbe können wir gar nicht hier anbringen, wie wir mittlerweile gesammelt haben. Mangos haben wir jetzt auch schon eine ganze Menge. Das ist schön. Können wieder fleißig futtern. Hier haben wir noch schwarze Farbe und rote Farbe. Das heißt, wir können uns kreativ total ausleben. Das Ding essen wir schnell. Komm. Wir haben eh Hunger und Durst. Und jetzt habe ich einen Denkfehler. Ich sollte vielleicht auch ein bisschen Wasser mitnehmen, sonst wird das nichts. Mit dem anpflanzen. Mit Süßwasser füllen, mit Süßwasser füllen. Sehr schön. Komm, eine Bottle trinken wir. Jawohl. Und nochmal neues Wasser. Denn die Dinger brauchen ja immer neues Wasser, ne? Sonst wird das nichts. So. Einmal gießen und zweimal gießen. Guck mal, das ist eine Mini-Palme. Ist ja süß. Süß. So, dann füllen wir das wieder mit Salzwasser. Dann können wir das nämlich gleich in unseren Reiniger packen. Platzieren und noch eine platzieren, dann sollte jetzt ja theoretisch da mehr Wasser draus werden, hoffentlich. So, Samen packen wir hier rein und hier, ah ne Quatsch, falsche Kiste. Vor lauter Verwirrung, Lotta, vor lauter Verwirrung. Da müssen wir hin. Ja,
Merkst ja, ich mache schon wieder Dinge. Die doofe Samenkiste ist schon wieder voll. Ich packe die jetzt rechts daneben rein. So. Wie schaut's bei dir aus? Wird's langsam? Nö. Ja. Kann man doch als ganz lustig bezeichnen. Muss ich mal fotografieren, das hat was. Oh. Lotta ist abgestürzt. Schade. Ja, das Bauen ist ein bisschen kompliziert hier. Ja, ich merk's. Ich merk's. Aber sah gut aus. Der Versuch zählt ja. Ich sage, diese Leitern sind doof. Du müsstest jetzt obendrauf noch was bauen. Also pass auf, du müsstest jetzt... Ah, das geht wieder nicht, ne? Müsste jetzt erst wieder eine Wand hinstellen. Ja, pass mal auf, ich baue jetzt mal da eine Wand hin. Vielleicht hilft dir das. Und zwar hier. Und jetzt können wir da eine Decke drauf bauen. Und dann... jetzt bin ich runter. Nein. Ich bin schon wieder runtergefallen. So, kommt man da noch vorbei? Man kommt da tatsächlich noch vorbei. Ja, aber hat doch funktioniert, oder? Einwandfrei. Ja, man muss halt immer wieder alles abbauen. Mhm. Ja, aber für die Sachen, die wir hier oben kriegen, kann sich das doch lohnen, oder? Es ist auch nur Holz. Ja, du brauchst echt nicht mehr als Holz. Also von daher, ich denke, es ist verkraftbar. Wir kriegen hier oben ja auch wieder Holz raus. Daher... alles gut. Nee, das ist machbar. Gelbe Blume. Nehmen wir doch noch ein paar gelbe Blumen mit. Gelb brauchen wir vor allem. Hier sind wieder Ananas, blaue Blume, schwarze Blume. Oh, ich schmeiße schon wieder Blumen durch die Gegend. Verdammt. Ich hab nichts. Doch, wir können Plastik wegwerfen. Plastik brauchen wir nicht. Och, der Hai ist schon wieder da. Gibt's doch nicht, oder? Jetzt verzeihen sie echt alle 5 Minuten. Bisschen hyperaktiv, der Gute. Ein bisschen hyperaktiv. Cool, dann haben wir die Insel eigentlich auch soweit. Wir nehmen jetzt einfach wirklich jede Insel mit, die wir kriegen. Dass wir hier... Hast du alles? Wir könnten nochmal tauchen gehen, aber momentan haben wir eigentlich auch genug Erze. Also wir müssten nicht... Mit Lehm? Müssten nicht dringend. Auch Lehm haben wir noch. Wir waren ja fleißig zwischen den Folgen. Und haben eigentlich ganz gut Lehm rangekriegt. Ich kann mal ja unsere Konstruktion hier. So, jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Da gehört es rein. Hast du jetzt als erstes die Treppe abgerissen, du Schlaumeier? Ich habe gar nichts abgerissen. Ist denn die Treppe? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Das ist cool. Der Hai hat das Ding unten drunter weggeklaut. Ah. Aha, okay. Ja, dann klopft doch einfach die Wand weg, dann fällt der Rest doch zusammen, oder? Oder, ja, so kannst du es auch machen. Dann kriegt man zumindest die Ressourcen zurück, ne? Ich stelle jetzt schon mal das Segel hart nach, was auch immer hier Norden ist. Also ein Kompass wäre noch cool. Wenn man einen Kompass haben könnte. So, haben wir die Richtung grob? Ich habe hier übrigens mal das Ding hier gebaut. Das Ding etwas höher, damit man, wenn man das Segel einstellt, auch sieht, wo man hinschippert. Das war ja die ganze Zeit irgendwie nicht der Fall. Jetzt kann man das so machen. Nur wie gesagt, die Leitern sind noch ein bisschen doof zu platzieren. Man kann sie nämlich nicht direkt an Wände packen. Was ein bisschen stört. Also es ist nicht so arg schlimm, aber es wäre alles deutlich einfacher, wenn es gehen würde. Sagen wir es mal so. So, dann machen wir wieder Wasser. Und Wasser. Direkt in den Reiniger. Und klauen uns doch gleich wieder Wasser da raus. Perfekt. So, Lotta. Lass uns mal gucken. Habe ich denn da Doofes gemacht? So ist vielleicht besser, ne? Ja. Ich habe hier einen Haufen Werkzeug, das ich nie benutze. Unter anderem eine Batterie einstecken, die ich noch nie benutzt habe. Also eine Wassermelone ist ja mehr für Wasser da, als für alles andere, ne? Für Essen ist die ziemlich witzlos. Jetzt probieren wir mal eine Kokosnuss. Nee, auch eine Kokosnuss ist irgendwie mehr Wasser. Hm. Dann essen wir halt den guten alten Fisch, oder? Wo war denn der Fisch? Da. Oder hier, ein Hähnchen. Yummy. Eine Möwe. Einen leckeren Möwenschenkel.
So, bist du soweit, dass wir den Anker lichten können und versuchen können, darüber zu treiben? Los! Dann mach du mal Anker und ich gehe mal hier hoch und guck, dass wir da richtig hin navigieren. Weil dahin schwimmen wird, glaube ich, abenteuerlich. Anker ist los. Segel gesetzt. Segel ist gesetzt. Und Anker ist gelieft. Gelichtet. Falsche Richtung. Ich hoffe, wir treiben dahin. Treiben so ein bisschen dran vorbei, ne? Wir könnten ein bisschen mehr so. Ich habe nur Angst, dass die Strömung uns quasi einen Strich durch die Rechnung macht. Was sagt denn das Navigationsgerät? Weil rein optisch driften wir davon ab. Irgendwie. Glaube ich. Das wäre jetzt doof. Ja, wir driften tatsächlich davon ab, weil die Strömung in die andere Richtung geht. Siehst du an der Hand der Insel, ne? Wir kommen da nicht rüber. Aber dahin schwimmen ist natürlich auch ein super gefährliches Unterfangen. Was machen wir? Ich habe Angst. Warten wir auf die nächste? Warten wir auf die nächste Insel oder? Komm, ich guck mal, wie weit ich komme. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich guck mal, wie weit ich komme, bis der Hai mich annagt. Muss ja nur hinkommen. Halblebendig, dann kann ich mich da ausruhen. Ich schwimme der her, dann kann es sein, dass es sich vielleicht ab und zu mal für mich ist. Ja, dann beißt er öfter mal in dich. Also, ich glaube, wir schaffen es ganz gut. Ich hoffe nur, dass kein Sturm aufkommt, sonst finden wir unser Floß nicht mehr. Ich bin gleich da. Tja, Richtung ist eigentlich gut zu merken, wo wir hin müssen. Ja, ne? Ich bin gleich da. Mich hat der Hai noch nicht einmal gebissen. Jawohl, ich bin drauf. Sehr schön. Oh, ich bin schon wieder runtergefallen. Gut gemacht. Ne? Also hier war man tatsächlich noch nicht. Wenn du magst, kannst du die Unterwasserdinger machen. Genau. Ich gehe hier oben entlang. Vom Grundriss her wieder die gleiche wie vorhin, ne? Da war ich nicht vorhin. Achso. Ne, also hier ist wieder eine große Kiste mit ein paar Bolzen, Metallbarren. Jetzt geht die Sonne. Boah, das ist ein Bild. Passt mal auf. Passt mal auf. Oh, ist das schön. Ist das schön. Ich weiß, ihr hasst mich jetzt wieder dafür, dass ich nur Bilder mache. Aber das sind doch... Oder? Wer kann denn da Nein sagen? Ich find's super. So, weiter geht's. Weiter geht's. Wir waren oben, jawohl, wir waren hier. Wir waren noch nicht ganz oben drauf, aber da konnte man bei der anderen Insel vorhin gar nicht hin. Aufgrund dieser... Oh, da nicht hin. Nee, man kann hier nicht hoch. Ist auch nicht so wild, da oben ist ja eh nichts. So, unten irgendwas Wichtigeres gefunden? Jetzt noch nicht. Jetzt mal hier runter, ob ich hier irgendwas... Schrott. Ja, Schrott habe ich auch einiges gefunden. Aber, oh, da war der Hai. Aber ich glaube, Erze sind hier irgendwie nicht. Nee. Oh, doch. Nee, ist keins. Nee. Erze sind hier irgendwie nicht dran. Ich weiß nicht, warum. An den anderen Inseln sind immer brav Erze. Hier wächst nix. Dann gehen wir doch wieder zurück, oder? Dann schwimmen wir doch wieder Richtung unserer Heimat. Ich hab mich verschwommen. Kann doch nicht angehen. Bist du schon auf dem Rückweg? Ah, da bist du. Ja, guck mal, da schwimmen wir gemeinsam. Ich bin vermutlich etwas schneller, weil ich die Taucherflossen anhabe. Ja, du bist definitiv schneller. Die kannst du dir auch bauen, die sind gar nicht so teuer. Musst ein bisschen von dem Seealgengedönsens einmatschen, dann geht's. Macht mal auf der Schmiede, gell? Ja, genau. Einfach den Seetang da reinkippen und dann schmelzen lassen.
Hai hat mich gebeten, du Sau. Ja, ich bin zu schnell für den Hai. Der böse Hai. So. Zurück an Bord. Sehr schön. Da schwimmt Lotta einsam und alleine. Also schade, bis jetzt haben wir noch keine Insel entdeckt, wo wir irgendwie noch weitere Tipps bekommen. Ich hoffe ja noch drauf, dass es eine geben wird oder gibt, die uns noch ein bisschen mehr verrät, warum wir hier sind und wo die Reise hingeht. Ich würde sagen, Anker lichten und weiter geht's, ne? Anker ist lose, ich muss nur das Segel jetzt richtig setzen, weil so fahren wir keinen Meter weit. Ich versuche mal an der Insel vorbei zu manövrieren, ne? Yep. Wäre ganz gut, wenn wir daran nicht zerschellen. Ja, so geht das. Und jetzt so. Es gibt doch wirklich auf dem Boot nur vier Richtungen, gell? Aber grundsätzlich ja auch verkehrt rum, wenn der Hai knabbert, ne? Ja, so geht's mir auch. Also ich bin immer da, wo der Hai nicht ist. Wenn ich drum rumlaufe, ist er auf der vierten Seite von den vier Seiten, wenn ich drum rum. Ja, wie gesagt, ich fühle da mit dir. Oh, wir haben einiges an Möweneiern. Sehr schön. Lotta hat sehr gut gemacht. Wir haben definitiv genug Möwen jetzt. So. Jetzt lasst mich mal gucken, dass wir das Zeug noch ins Inventar packen. In die Kisten packen. Oh, wir haben kaum noch Schrott. Kann das sein? Ich habe eine ganze Menge Schrott in der Hosentasche. Okay, nee, ich frage nur nicht, dass das alles weg ist. Das wäre ein bisschen. Ich habe vorhin wegen dem Treppenbau. Okay. Ja, nee, ist ja kein Thema. Ich setze mal wieder ein bisschen Kupfer an. Damit wir davon auch wieder was haben. Und. Perfekt. Nee, also eisenerztechnisch sind wir ganz gut ausgestattet. Was wir noch brauchen könnten, wäre Kupfererz. Das heißt, an der nächsten Insel muss ich definitiv wieder tauchen gehen. Und schauen, dass wir da was rausholen. Sehr schön. Gefällt mir alles. Langsam wird unsere Insel, unser Floß zu einer schwimmenden Insel, ne? Ein kleines Zuhause. Ich find's hübsch. Da kommt ein Fass. Wenn wir jetzt noch eine Geschwindigkeitsanzeige hätten, ne? Wie schnell wir in welche Richtung. Aber das wäre, glaube ich, übertrieben. Was macht Lotta da? Lotta mit einer Rübe. Oh, was ist das Ding Kurs. Hier? Ich hab mal geguckt, was mit Kurs wir haben, sozusagen. Ja, ich guck mal. Ja, gut, wir entfernen uns logischerweise von dem Ding da, von der Radar. Von dem Radarsignal. Und unsere Batterie ist gleich leer. Nee. Wir schippern einfach mal. Und gucken, wo wir rauskommen. Würde ich sagen. Was soll ich denn mit den alten machen? Also Hänge? Man könnte die natürlich zu Deko-Zwecken nur irgendwo hinlegen. Lass dir was einfallen. Ich werde kreativ. Kannst natürlich auch über Bord werfen. Wie du das möchtest. Unser nächstes Bauprojekt. Ich würde gerne die Schmiede hier vergrößern. Also was heißt die Schmiede? Die ganze Werkstatt vergrößern. Weil mir ist das einfach alles ein bisschen zu klein. Da muss noch eine Schmiede hin. Das auf jeden Fall. Oder eine Schmelze heißt es ja. Weil das dauert ewig, bis wir da was rauskriegen. Wenn wir da zwei hätten. Wobei hier hinten geht ja noch locker eine hin. Ne? Ah ne, da komme ich da nicht mehr hin. Das ist auch doof. Nee, wir müssen in der Breite noch eins breiter werden nach außen. Dazu brauchen wir allerdings einiges an Material, aber wir können ja schon mal anfangen und die alten Wände wegklopfen. In der Hoffnung, dass jetzt hier nicht alles zusammenfällt. Oh, ich habe draußen den Balken weg. Fängt schon gut an. Ja, ich merke schon, das wird richtig. Klasse, jetzt. Jetzt ist meine Axt kaputt. Schrott und Seil. Komm, das kriegen wir hin. Schrott müssten wir hier irgendwo noch ein bisschen was haben, jawohl. Dass wir zumindest wieder eine Axt haben, wenn wir hier umbauen wollen. Ja. So,
So, wobei da hätte ich... Nee, da kann ich ja bleiben. Das macht ja gar keinen Sinn, das hier zu vergrößern. Sorry. Das war jetzt doof von mir. Da kann... Ja, da kann ich so bleiben, aber hier wäre es ganz gut, wenn man das jetzt so gestalten würde. So, und jetzt backe ich hier... Oh nein, ich bin durch den Anker gefallen. Doch halt. So wäre es doch nicht schlecht. Jetzt kann man das alles eins weiter nach hinten stellen und kann dann nebendran noch eine Schmiede packen. Das ist gut. Genau so soll es werden. Das machen wir jetzt noch fertig. Das machen wir jetzt noch fertig. Ja. Ein Forschungstisch hierhin. Die Fackel kommt da auch weg. Na, entfernen Sie bitte, danke. Anker geworfen. Warum Anker geworfen? Ist irgendwo was? Ah, willst du da hinschwimmen? Ich kann dir meine Taucherflossen geben, wenn du willst. Die würden dir doch direkt vom Hai gefressen. Pass mal auf, ich werfe sie dir hier hin. Komm mal hier zu mir. Die sind zwar nicht mehr. Die sind zwar nicht mehr. Genau, gib mir die Flosse, Genosse. Die sind zwar nicht mehr so richtig super gut, aber die funktionieren. Also die reichen aus. Jetzt hast du mich komplett aus meinem Bauflow rausgebracht. So. Ich hab den Hai getötet. Was mache ich jetzt damit? Grillen. Nee, weiter mit dem Ding drauf einschwatten. Wenn er nichts anzeigt, ja. Genau. Jetzt müsste ich die Kiste einmal leer machen, aber mein Inventar ist zu voll. Das können wir irgendwo hinstellen. Ich stehe jetzt auf dem Hai. Nein, das ist gut. Du stehst auf Haie? Okay. Jetzt müssen wir mal ganz kurz was einsortieren, sonst kriegen wir die Kiste nicht leer. Ich möchte es jetzt auf jeden Fall noch umbauen. Das ist mir jetzt wichtig. Das ist mir jetzt verstehe ich, wenn er ausgenommen ist, soll ich da ab. Genau. So lange drauf rumhacken, bis er quasi untergeht und dann bist du richtig. So. Jetzt kann ich die Kiste nämlich entfernen. Komm mit, Kiste. Dann setzen wir die Kiste nämlich jetzt diesmal an die Wand und nicht auf den Boden. Dann sparen wir uns da schon wieder einen Haufen Platz. Ist ja gut, wenn der Hai jetzt tot ist, braucht er eine Weile ein bisschen. Es braucht ein bisschen, bis wieder einer kommt, ist richtig. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir schon eine Schmelze bauen können. Oder ob ich bis zur nächsten Folge Planken, Schrott und Nägel. Das sollte klappen. Das Wetter wird gerade scheiße, ich glaube. Schrott. Planken. Ich schwimme nicht dahin. Oh, ich verdurste und verhungere. Katastrophe. Komm wieder zurück, weil das Wetter wird so schlecht. Ich sehe die Insel nicht. Nee, das muss nicht sein. Geh kein Risiko ein. Also das, das wäre jetzt der Worst Case, wenn wir dich verlieren. Wurstkiste. Genau, die Wurstkiste. So, dann packen wir dann... Perfekt, wir haben noch eine Schmiede. Sehr schön. Jetzt kann richtig geschmiedet werden. Wunderbar. So gefällt mir das. Umbau der Werkstatt. Werkstatt ist wieder ein Stückchen größer geworden. Jetzt wird's aber auch schlechtes Wetter hier. Das überschwemmt ja alles. Ich gehe mal ein Stockwerk höher. Siehst du die Insel noch? Ja, ah, ich seh den Hai und ich nehme an, da wo der Hai ist, bist du. Ja, da kommt er. Ja, sehr schön. Wir sind leider auch schon wieder am Ende der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Wenn ihr mehr sehen wollt, auch gerne ein Abo. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter hier mitten auf dem Ozean auf unserem Flößchen. Bis dahin, eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut.